bei der Kofferversteigerung am Flughafen. Ich habe den Zuschlag leider eben gerade nicht bekommen. Ist aber nicht so schlimm. Es gibt noch 25 Koffer zu versteigern und einer davon gehört mir. Mein Koffer ist noch nicht dran, deswegen schaue ich mal, was in den anderen Koffer, die jetzt schon versteigert worden, drin ist. Gleich wird das Überraschungsei geöffnet. So, nach was sieht das denn aus? Grau. Grau. Ist jetzt nichts Technisches drin, oder? Kinderklamotten. Naja, der Spaß zählt. Und zum dritten Lied. Die Koffer gehen hier echt weg, die warme Semmel. Kann ich mal fragen, was hast du denn jetzt für den Koffer bezahlt? Ich glaube, zu viel. Wie viel? 150 Euro. Und was ist drin? Zeig doch mal. Ja, wir haben mal Klamotten hier drin. Ja, müssen wir mal schauen. Hier unten ist noch eine Schachtel. Bücher haben wir hier. Liest du? Ja, ich lese. Ist es Deutsch? Ist es Deutsch? Ja, doch. Super. Ja, ist doch schon mal gar nicht schlecht. Würde sich die Freundin vielleicht freuen, oder? Das ist nicht meine Größe, nee. Hier ist eine Lederjacke. Ach, und hier noch was zum Frischmachen, glaube ich. Aber hat Spaß gemacht, oder? Es hat Spaß gemacht, ja. Kommt man denn in so einen Rausch, in so einen Fieber? Ich habe ja das Gefühl, die Leute bieten wahnsinnig viel Geld. Ja, auf jeden Fall. Man möchte dann auch schon was abhaben. Und doch, auf jeden Fall. Das macht schon Spaß. Und dann lässt man sich dann auch dann leiten und dass man dann einfach auch Lust hat, was zu ersteigern und dann vielleicht auch einfach zu viel bietet. Ja, aber Spaß hat es gemacht. So viel war noch nie los. Die Kofferauktion ist noch mitten im Gange. Es ist eine Menge Geld zusammengekommen bis jetzt. Wo geht denn das Geld hin? Das Geld geht zur Kindertafel Hannover. Ich hoffe, wir haben eine sehr gute Summe. Es war ja wirklich sehr belebt heute. Also ich glaube, wir haben eine sehr gute Summe zusammenbekommen. Gut, dann mache ich jetzt noch mal den Pott ein bisschen voller und ersteige jetzt erstmal meinen Koffer. So, das ist mein Koffer, den habe ich gerade ersteigert. Ich bin mal so gespannt, was drin ist. Wow! Ja, ich glaube, das hat sich gelohnt. Auf jeden Fall habe ich schon mal was zu spielen. Ein Trinkbecher, das ist eine Picknickdecke, eine Luftmatratze. Ich glaube, hier war jemand richtig schön im Strandurlaub. Was ist hier noch drin? Vielleicht noch eine kleine Überraschung. Sonnencreme, da verbirgt sich noch mehr hinter. Und das ist, sind, oh, neue Klamotten, das ist ja geil. Das muss man ja mal sagen. Und meine Größe. Pink ist jetzt nicht ganz so meine Farbe, aber da wird sich vielleicht meine Schwester drüber freuen. Oh, oh, Trainings, was? Ich glaube, die Dame hatte einen Freund. Ich glaube nicht, dass sie Fußball spielt. So, für mich hat sich das definitiv gelohnt, hier mitzumachen. Vor allem diejenigen, die jetzt nicht das im Kopf hatten, was sie wollten. Egal, der Spaß zählt.